Ich bin mit dem Heiligen Vater Benedikt XVI. Sehr verbunden. Ich habe mehr als 19 Jahre für ihn gearbeitet in der Glaubenskongregation. Er hat auch mich zum Bischof geweiht in Polen vor 11 Jahren. Ich kenne ihn sehr gut, er ist ein ernsthafter Mensch und deswegen vielleicht, er hat mit dem lieben Gott, mit dem Gebet, im Gebet gesprochen, es fehlen vielleicht die Kräfte und ich bin ein bisschen überrascht, aber ich nehme dann an und bete viele für ihn und ich bleibe mit ihm eng verbunden. Wirklich, diese Entscheidung zeigt einen großen Mut vom Heiligen Vater und auch zeigt innere Stärke. Und wir danken, dass er so viel für die Kirche gemacht hat. Die meisten der Gläubigen haben vom Rücktritt des Papstes erst nach dem Gottesdienst erfahren. Der Papst kann noch nicht zurücktreten, der muss sein, so lange er lebt. Nein, das stimmt. Nein, da sind sie falsch drauf. Das stimmt nicht. Das kann nicht stimmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein gesunder Papst. Wie ich das letzte Mal gesehen habe. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, gut, er ist natürlich schon 86 demnächst. Das ist schon klar, dass mit dem Alter schon Strapazen auf sind für ihn. Also ich finde das sehr, sehr schade. Da müssen wir eigentlich noch beten, dass er wieder zurückkommt, dass er den Schritt nicht tut. Also mir tut es auch sehr leid, wenn er das jetzt macht. Aber ich denke mir, er hat aus gesundheitlichen Gründen, weil er eben doch sehr viel Schwierigkeiten hatte mit vielen Sachen, die wir eben da wir nicht dahinter schauen können. Und das muss er alles verkraften.